Oh, Hans-Peter ist wieder da, du. Okay, schnell, da kommt noch rein, du. Oh, nee. Nee, da kam er her. Kommen wir immer noch her. Musst du mal da lachen und dran rein, aber da ist Hans-Peter. Ja, aber da müssen wir hin. Hans-Peter. Nicht Peter. Peter heißt der. Das ist Peter. Das ist Peter Hans. P-E-T-R. Peter. Ist das dein Bruder, oder? Peter heißt der. Ist der Bruder von Hans-Peter? Nee, mal da hin. Das ist der Typ, der da hängt, du. So, das ist Peter Hans. Ich verstehe. Oh, hier, sie ist wieder bei Hans-Peter. Guck mal. Nee, du musst, wieder über die Säule drüber klettern. Sag mal, haben die nicht gesagt, im Mittelschiff und ja, eben. Im Altarraum? Nee, wir haben doch hier jetzt schon drei gefunden. Ja klar, aber hier gibt es doch immer eine Säule drüber, wo sie drüber geklettert ist. Und da war dann Hans-Peter und da war noch mindestens ein Raum. Aber ja, wirklich? Was war. Die Karte ja, super da drauf. Du bist ja gleich dran, da kannst du ja hinmarschieren. Dann noch komm ich erst mal. Ja, aber es ist das so. Dann ich mal Hans-Peter. Du wirst wieder nur Stöckchen. Was glaubst du denn? Alles weg. Du musst zu die Säule gehen und dann geht das da oben rein. Ja, die Säule war da beim Rad. Ja. Wenn du vom Rad rauskommst, geradeaus. Da ist die Säule. Bist du dir sicher, dass da oben noch was ist? Weißt du, was ich so geil finde? Am Anfang haben wir uns eingeschissen, jetzt lachen wir über uns Bett. Was ist das denn, du? Ist das Rad? Ich weiß nicht, können auch die Jungfrau sein, du. Ich hab gerade das Ahnung. Das ist das Rad. Ja. Und geh jetzt da raus. Geh nochmal zurück. Das ist das Rad. Turn around. Warum reingehen? Hier haben wir schon alles gefunden. Hansi ist hinter dir, du sollst vielleicht die Türen zumachen. Na was, wo ist Hansi? Steuerung und umdrehen, über den Tod ins Auge sehen. Ja. Wo ist Hans-Peter? Hat eben hat Schritte getan, jetzt sind sie weg. Nein! Oh, ganz schlecht. Warum versteckst du dich in der Dunkelheit und machst deine Kerze an? Das ist quasi so eine Erleuchtung. Guck mal, du, da vorne liegt ein Knochen. Heb mal auf und wir machen es später vorher. Also ist das ist quasi so, als würdest du rufen, komm her, Hansi, komm her. Ja, dann ruf ich dich. Nein, nimm den Hammer, nimm diesen Finger. So, pass auf, geh mal da raus. Und dann wo lang, Patrick? Geradeaus immer. Und da war die Säule, wo sie vorhin drüber geklettert ist. Das ist verdammt lustig. Geradeaus. Der ist da gar nicht. Hast du nur ja, der war auch erst hinter der Säule. Oh, da. Und da bist du wohl irgendwie hochgekommen. Ja, geh da nochmal hoch. Halt! Nicht da in den Abzug springen. Wo ist hier jetzt noch ein Raum? Warum kommt Benita, der sind wir nicht? Keine Ahnung, aber hier hat sich die Sina vorhin in den Tee gemacht. Ja, und wo muss sie jetzt lang? Da lang? Ja, und hier ist irgendwo noch ein Raum. Wo? Oh, stopp, nicht bewegen, stopp. Leiter, gehen wir die Leiter hoch. Das ist ein Käfig und keine Leiter. Oh. Das hatten wir doch vorhin schon. Ja, ich sehe nur den halben Bildschirm. Hier ist nichts. Das muss noch irgendein anderer Raum. Ja, aber hier muss noch irgendwas sein, weil hier waren wir nämlich noch nicht. Gab es in dem vorherigen Raum denn nicht noch eine Abzweigung oder so? Ich weiß nicht. Hier war Hans-Peter vorhin. Ich bin vorhin auch an Hans-Peter vorbeigeschlichen. Nein, wir müssen die Musik zuhören. Selbst wen? Hans-Peter? Ja, der muss doch langsam mal satt sein. Sven geht jetzt gleich erstmal mit Hans-Peter spielen. Ich brauche einen Knochen. Da liegen ja genug rum. Das sind aber alles Menschenknochen, das ist euch klar. Ja, und? Mensch. Der will doch uns. Also Hans-Peter war doch auch mal ein Mensch, bestimmt. Dann hing er da so ein paar hundert Jahre und dann wurde er zu so einem Teil da. Der ist gut gedörrt. Das ist Dörfler. Hey, jawohl, das ist sein Nachname, Hans-Peter Dörfler. Hans-Peter Dörfler, stimmt. Was ist eine Hausnummer, du? Wunderschön. Da ist er ja, der Hans-Peter Dörfler. Was ist denn das? Oder? Sehr groß. Nee, das war aber erklär mir bitte, wie wir von Ostdeutsch auf Bremen gekommen sind. Hans-Peter Dörfler. Hans-Peter Dörfler. Das ist wieder, warte mal. Kennen wir den schon, den Tür? Den ja, aber jetzt, wenn er links geht, ist er wieder da, wo sie bei dir Dinger klettern muss. Ja, da kommen wir doch hier. Wir sind im Kreis gelaufen. Also ich hätte gesagt, wir gehen mal zum Hauptschiff-Tor. Ja, ich würde auch sagen, da ist auch noch irgendwo was versteckt. Weil in dem Raum haben wir jetzt schon drei gefunden. Ich bin ja schon wieder hier. Das ist, also müssen wir im anderen Raum die anderen drei finden. In dem Raum ist nichts mehr, wir müssen zurückgehen. Da ist abgeerntet. Schau doch mal in die Mementos. Ja, geh mal auf Memento dort. Mori. Das ist ein Spiel. Memento Mori. Auf einem Notizzettel steht etwas von einer Mischung, die aus drei in den Folterräumen verteilt. Mehr steht da nicht. Dann müssen wir in die Folterräume zurück. Ja, aber wir waren doch die ganze Zeit in den Folterräumen. Das sind die Folterräume. Ja, aber wir haben doch drei. Ich glaube, du bist fertig.
Nein, ist sie nicht. Doch, ist sie. Hey. Ja, dann guck mal da bei Google rein, du. Hey. Warte, ach nee, das ist das Rad. Komm, dreh das Rad, du. Scheiße. Dreh am Rad. Ja, hier und so, ne? Ups, alles gut, nichts passiert. Du bist fertig, du darfst aufhören. Gib uns mal einen Tipp, einfach nur Sina. Da ist ein Kreuzchen, vielleicht kann man da drauf drücken. Oder irgendwer mit Internet findet mal das raus. Das ist ein Abfluss für das Blut. Wo die anderen Teile liegen und dann, ja. Warte. Du hast ja nur drauf gewartet, dass einer das hat. Hier ist hoffentlich nicht klar, dass du gleich wieder dran bist. Und diesmal springe ich nicht ein, du. Ich mein Handy. Ich drücke auf Start. Ja, mach das. Du wolltest die Finger an der Tastatur haben. War dir ein Stück zu richtig, ich geändert, du, aber. Na gut, auf geht's. So, wer will jetzt hier ein bisschen goggeln? Gut, dann schauen wir mal noch. Und dreht erstmal eine Runde. Er dreht erstmal einen. Erstmal einen bauen. Ne? Also, ihr dürft ja kein Licht benutzen. Was? Voller Scheusale. Wenn wir Licht benutzen, kommt sonst Bede. Wo denn? Scheusale. Duckt nicht aufstehen. Wo denn? Hier. Ja, weil Hans Peter sonst kommt, das ist ja nichts Neues hier. Das wissen wir doch alles. Oh ja, ja, voll. Ihr schaut ja automatisch nach links. Ich hab einen Schädel gefunden. Guck mal, da mal rein, du. Entlang, Alexander. Wenn ihr erreichst vor uns, Peter, ich habe Schädel in der Hand. Du bist Hamlet, Alter, du bist Hamlet. Schreien oder nicht schreien, das ist hier die Frage. Moin, wo ist mein Schädel? Scheiße, ich bin betrunken. Nein, eigentlich nicht, das ist verdammt lustig. Ja, ehrlich, also ich bin betrunken. Also ich nicht. Ich auch nicht. Ah, ich find's nur so lustig. Wenn der Weile taucht links eine Brücke aufgeht, nicht darüber, dann wartet ihr mal auf uns. Hans Peter. Oh nein! Oh nee, Hans Peter. Ich mag dich doch nicht, verschwind, du Sackreisen. Hans Peter war ein ungezogenes Vieh. Hans Peter, ich hab deinen Knochen verloren, es tut mir leid. Ein ungezogener Zombie. Gesicht zur Wand und ganz vorsichtig immer wieder schauen, ob er weg ist. Hey. Das alles richtig gemacht. Ja, dann, ja. Bis ja gut, wir machen uns über Hans Peter lustig, aber ansonsten. Also ich hätte eine Brücke anzubieten. Ja. Da ist irgendwo der Ausgang. Sieh. Wir haben den Horror. Oh, jawohl, der Knochen. Der Knochen. Oh, Hans Peter. Ich hab einen Schädel für dich! Ich hab jetzt kaputt gemacht oder okay. Kaputt gelassen. Dann gehst du mal bitte auf diese Baumstammbrücke. Auf die Baumstammbrücke? Geh mal zu die Baumstammbrücke. Säule. Also du gehst erstmal zum Rad. Zum das Rad. Ist rechts da. Rechts da sicher? Da kommen wir gerade her. Eingang, ja, da kommen wir gerade her. Du musst wieder über die Brücke gehen. Aber was niemals. Ach stimmt, ja doch, 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 doch. Ich stell mir das vor, wie Sven da drin steht, mit dem Knochen gegen die Säule schlägt. Hans Peter! Kommt da angelaufen, wir würden ihn aber so verarschen, dass er irgendwie in die Schlucht reinfällt. Und dann also du musst da noch irgendwas mit. Beim Rad oder was? Nee, du musst zu diesem abgebrochenen Stück. Ja, aber warte mal, da hinten ist doch Hans Peter. Sonst ist es abgebrochen. Aber ich will doch nicht zu Hans Peter. Der will doch nur spielen. Der will doch nur spielen. Du sollst übrigens immer gedruckt laufen und immer schön am Rad. Immer schön machen wir quasi. Machen wir quasi. Ich hab gelernt, ich konnte vor Hans Peter auch weglaufen, du. Das hat eben wunderbar geklappt. Nein, du musst zur Kuh. Aber da ist das Rad. Erst heißt es zum Rad, jetzt nein, zur Kuh. Was soll ich? Nein, ich hab gesagt, zu dem abgebrochenen Holzstück. Ja, das ist jetzt geradeaus. Gerade wieder durch die Bohrung. Das ist kein Holzstück, das ist aber eine Säule. Das ist immer noch eine Steinsäule. Nicht wieder voll durch die Mitte. Hans Peter. Schön mit Licht. Wahnsinn. Genau, ja. Da gehst du jetzt rüber. Jetzt mach mal einen Hüpfer. Warum schafft Benita das und wir immer nicht? Und zweimal Leertaste. Zweimal, ach, Doppelsprung. Ach so. Oh Mann, bin ich gut. Jetzt mach mal einen Hüpfer darüber. Jawohl. Und dann, und? Was so, stopp. Stopp. Nein, warte, warte. Weiter, immer an der rechten Wand entlang und irgendwann sind so Pilze, dann musst du mit Hammer und Meißel einen abmachen. Wir brauchen ja noch einen Pilz. Wir brauchen einen Pilz und ein totes Seemonster. Und dann darfst du wieder zurück zur Eingang. Und Lebensessenz von einem gefolterten ja, Menschen. Oh, nee, wir sollen uns mal heilen. Ja, soll ich mal was reinwerfen, du? Ja. Doppelklick.
Noch was? Reicht. Ist in Ordnung. Laufdecken sind in Ordnung. Also rechte Wand weiter. Aber da ist noch irgendwo Hornspäne. Hier morgens noch Hornspäne. Da sind die Pilze. Oh Mensch. Nein, weiter vorne. Das sind Späne. Ja. So, Hammer und Meißel drauf benutzen. Hammer und Meißel drauf benutzen. Boah, ist das eklig, Alter. Jetzt nimmst du dir was mit? Giftdrüse. So. Jetzt gebe ich dem Peter. Aus der Giftdrüse kann man mit dem richtigen Werkzeug diesen Stoff extrahieren. Ja, jetzt hör zu. Den wir für das Tonikum brauchen. Hör doch zu, was Sina sagt. Jetzt gehst du wieder zurück zur Eingang Haupt. Ja, wir sollen jetzt wieder spoilern. Also, wenn wir ja, mehr habe ich nicht gelesen. Immer wieder zurück zu die Eingang. Ist nur die drei Dinger suchen und dann wieder Eingang. Sag mal, soll ich mich wie Indiana Jones fühlen oder? Indiana Jones. Du musst wieder zurück. Soll ich dir mal helfen? Nee, du musst außenrum zurück. Oh, ist das traurig, du. Aber wie soll es nur darauf kommen, dass du aus diesem Pilz was rausmeißeln sollst? Das stand in einem Brief. Ja, aus dem Pilz was rausmeißeln, die Lebensessenz eines gefolterten Toten und müssen wir aus dem toten Wassermonster extrahieren. Da die drei Sachen. Dass man dieses Wassermonster killen muss. Ja, die drei Sachen standen da drin. Natürlich müssen wir das Wassermonster killen, nur keiner weiß wie. Wir haben Ich hab das schon mal verletzt, aber das war mehr so versehentlich. Ich hab da nämlich einen Stein draufgeworfen. Eine Kiste hast du auf ihn draufgeworfen. Oder eine Kiste. Auf jeden Fall hat es ihm wehgetan und er hat geblutet. das ist nicht der... Oder ist das der Ausgang? Nein. Ist nicht der Ausgang. Aber der ist hier in der Nähe. Wir sind auf der richtigen Seite. War mal hier schon drin? Das war die Jungfrau. Ja. Das ist hier in der Nähe dann. Immer geradeaus an der Wand entlang. Da muss irgendwo der Ausgang sein. Aber Hans-Peter ist doch auch hier irgendwo. Hans-Peter, komm, spiel! Nee, jetzt gerade nicht, das wäre gerade unpassend. Er ist der Totenkopf, hier muss der irgendwo sein. Also der Ausgang. Hier liegen überall Totenköpfe. Wie lange muss er eigentlich? Aber das war der Totenkopf, ich erkenne den. Was? Achso, den hast du markiert vorhin mit dem Filzstift. Ja, eindeutig. Nee, mit Radioaktivitäter Strahlung. Achso, so wie Batman seine Geldscheine. Ja, richtig. Ich bin Batman. Sag mal, wie lange muss er denn noch? Okay, wie lange muss ich noch die Tortur hier durchführen? Ja, noch 3,5 Minuten. Hier rein, oder? Ja, ja. Gehen wir mal rein, du. Oh, da ist ja die Feuerkammer, du. Ja, warte, da hat ja Patrick den Typ da abgestochen. Na, danke. Ey, da bin ich nicht da, gerade. Ey, aber mal was anderes, der Kerl hängt hier nicht mehr. Das ist aber ein bisschen komisch. Scheiße. Peter Hans ist weggegangen. Gehen wir mal zum Hauptschiff, du. Wo ist Peter Hans denn hingelaufen? Also ihr wisst immer auch das Tonikum in der Gesundheit. Wir müssen das Dings töten, das Wassermonster. Ja, und aus dem Wassermonster kriegen wir einen Teil für das Tonikum aus dem Verabreichen. Achso. Oh Gott, ist es dunkel da drin. Da lag was. Ja, hier war ich auch schon drin, hier habe ich Zeug gefunden. Aber warum dreht ihr hier gerade durch? Wenn es dunkel war. Wenn es gerade noch dunkel war. Ich nehme mal die Wandschuhe mit. Hauptsache, wenn du mal Pause machen willst. Hauptsache, man hat immer einen guten Stuhl dabei. Immer schön festen Stuhl haben. Oh Gott, wir sind wieder bei Agrippa. Aber hier waren wir noch nicht drin. Ja, da waren wir noch nicht drin. Jetzt haben wir rein. Gehen wir mal rein hier, du, oder? Ach ja, richtig. Hans das ist Labor. Es waren zwei Türen, die aufgehen. Hans-Pede? Wieso hier? Querschiff, da waren wir auch noch nicht drin. Geh nochmal zurück, da war noch ein Raum. Ja, aber wir waren noch nicht mehr. Ja, aber durchsuch den Raum erst, weil jetzt noch was wichtig ist. Aber wenn Hans-Peter jetzt schon da ist, dann frage ich mich, wie der da hingekommen ist. Das kann der sich teleportieren. Oh, Scheiße. Geh mal zurück, da war noch ein Raum. Den würde ich aber hier ist doch so toll, du. Ja, du kannst gerne auf deine Zeit überziehen, da habe ich kein Problem mit. Noch so ein großes Räumchen. Noch ein großes Räumchen? Warum die Familie nicht mich hin? Weiß ich nicht. Gut, Hans-Peter ist ja nicht. Warum? Gleich ist deine Freundin wieder dran. Nee. Doch. Nee, ich bin erst noch dran. Achso, Patrick ist drin. Hallo? Da ist das Wassermonster drin. Schmeiß den Stein runter. Ja, schmeiß den Stein runter, dann stirbst du. Aber wie kommen wir dann da dran? Stirb! Na, jetzt sollten wir zuerst das Bein da runter. Ja, das ist ja, mach mal das Fleisch und das Seil.
Ja, die Idee ist gar nicht mehr so blöd. Gucken, aber wir müssen das Fleisch vielleicht erst mal irgendwie. Ich glaube, das während des Flusses soll man einfach... Da? Oder es soll sich da dranhängen und dann soll man das mit dem Stein bewerfen. Aber die Steine sind jetzt alle weg. Wir haben noch ein paar Steine. Meine Eltern haben da hinten stehen noch Kisten oder sowas. So, jetzt kurbelst lass du das mal. Da ist eine Kurbel, cool.